Hallo und herzlich willkommen zurück zu Magic Duels mit mir, dem Nick. Und ich habe mir gerade hier, ich habe gerade gesehen, Alter, 165 Münzen reicht für eine Boosterpackung. Das mache ich eigentlich nicht, weil ich spare ja immer ewig. Ja, ich habe ja immer 3000 aufwärts und dann auf einen Schlag halt mehrere kaufen. Kaufen wir aus dem hier ein, weil da habe ich noch nicht so viel. Aber die Karten habe ich, glaube ich, alle. Wohl die hier nicht. Na gut, schauen wir mal. Kauf bestätigen. Und jetzt mit viel Luck kriege ich vielleicht den Obershit. Die ist ganz gut. Ah, die geht so. Ja. Naja, immerhin, ne? So. Was machen wir heute? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, meine Karten wollte ich euch mal zeigen, ne? Also, euch interessieren ja eigentlich nur... Moment. Nur eigene Karten? Ach so, das kann ich hier gar nicht. Ich wollte eigentlich, also ich erstelle jetzt kein Deck, ne? Aber ich... Weil im Deck... Filter kann ich nämlich die Seltenheit einstellen. Die Karten interessieren mich eigentlich nur, oder? Ich meine, der Rest ist ja so Common Dreck, weißt du, so Non-Rare. Also das sind jetzt meine seltensten Karten, die glitzern eigentlich auch eigentlich alle. Kythion, Sailor, Engelschicksal, Erzengel, ja, was für ein Lynvaller, ja? Chase, Schülerin des Rings, Chase in Rätsel der Geheimnisse, den Wasserschleierzahlen, Liliana, nochmal Liliana, Erebos Titan, Hirnbrecher-Dämon, Chandra, Feuer von Kaladesh. Also die ersten Planeswalker, die habe ich alle. Also aus dem Pack. Kosilex Rückkehr. Arkum Feuervogel. Raffgieriger Drache. Wolf aus der Teufelsspalte. Alter. Klingt voll geil. Ja genau, hier der Spiegelschwingendrache, den habe ich schon mal angesprochen. Nissa. Okay. Die ist auch ziemlich cool für mein grünes Deck. Die hat endlich mal Reichweite. Grünwächter aus Murasa, der Waldlandgröler, Ulvenwaldhydra. Eine der overpowersten Karten überhaupt, Tamio. Noch nie gespielt, weil... Ne? Ja, man muss sich halt erstmal ein Deck machen, was die Farben hat. Ja, aber wenn ihr euch das mal so durchlest, ist das schon ziemlich krass. Sorin, auch ziemlich geil. Muss man sagen. Giza und Geralf, ja, für ein Zombie-Deck ganz geil. Warum habe ich die nicht in mein Zombie-Deck rein? Achso, ja. Klar. Zeuge des Stillstands, Olivia, die Kriegsgerüstete, was ist das Giftrockenmonster? Wow. An Arlin Kort. Ja, die ist ziemlich geil. Also das sind jetzt wirklich die seltensten Karten des Spiels. Ich glaube, ich habe auch wirklich fast alle. Wegen der Kreatur. Die ist ziemlich geil. Seher des Vergessens, Ulamog und der Dezimierer der Provinzen. Ja. Na, da habe ich das auch mal gezeigt. Muss man ja auch mal machen. So, ich würde sagen, wir spielen einfach mal ein bisschen. Mal wieder offline, damit ich nicht so auf die Fresse kriege. Ich glaube, das ist das letzte Duell, was ich heute mache. Sorin, was nehme ich denn? Das habe ich schon gezeigt, ne? Das hier. Das habe ich auch gezeigt, aber es kam nicht so richtig zur Geltung. Ich würde sagen, ich zeige mal das hier. Das hat mir auch so, ja, in einem schwachen Moment gebastelt. Also, nicht wundern, wenn es mega scheiße ist.
Ah, genau, das habe ich auch noch gar nicht erklärt. Ich nehme das Spiel in 60 FPS auf, aber ich rendere es in 30. Also, ich exportiere es in 30. Rendern ist der falsche Begriff. Also, alle YouTuber, die das Wort Rendern benutzen, die haben keine Ahnung, was das ist. Weil ich glaube kaum, dass ein YouTuber seine Videos rendert. Aber okay. Anderes Thema. Ich habe keine Ahnung, wie das Deck hier funktioniert, also. Scheint ein bisschen farblos zu sein, das Ganze hier. Ist ein Zweifarben-Deck, grün-schwarz. Und halt Ödnis. Der Gargoyle ist eine sehr beliebte Karte, ne? Okay, die ist auch mega gut. Zehren. Ist gut für ein Mill-Deck eigentlich. Solche Sachen. Ja, die kennen wir, ne? Wird ja nur in fast jedem Duell gespielt. Die ist schon eigentlich ziemlich geil, ne? Mein Hals ist ein bisschen trocken heute. Hasse ich diese Karte. Hasse ich sie. Wenn sie gegen mich angewendet wird, natürlich nur. Wenn ich sie selber benutze, ist das okay. Der Nebel. Oh, da könnte ich euch Sachen erzählen über den Nebel. Das glaubt ihr mir nie. Ich zerlege hier gerade meinen Stuhl nebenbei. Ich kann nichts machen. Ich habe das Deck ein bisschen stärker in Erinnerung hier gerade. Och, nö. Spielt er ein Drei-Farben-Deck, sag mal? Ne, zwei Farben. Ja, ist okay jetzt. Machen wir was anderes. Mein Gott. Ja. Was soll ich machen? Irgendwie hat er keine Karte mehr auf der Hand. Ich frag mich warum. Ja, Mann, doppelt hält besser. Zweifach unzerstörbar, Junge. Richtig geil, Alter. Ach, der greift doch eh nicht an. Ja, das ist jetzt weniger gut. Das war irgendwie klar. Ah, jetzt geht doch mal was hier. Finde ich gut. Oh, Eile. Das ist auch eine ziemlich unterschätzte Fähigkeit. Das hat mir schon oft das Leben gekostet in dem Spiel.
Bringt das was? Ja. Der Fäulnishirte. Der kostet meiner nach viel zu viel Mana für das, was er kann, aber... Okay, drei Steine ist schon krass, aber... Naja. So, die geht jetzt mal ins Exil. Ich habe kein Land namens Ödnis. Echt nicht? Ich habe da so viele davon im Deck. Wahnsinn. Ja, das war's. Wahnsinn. Das Deck ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, hm? Wahrscheinlich war das alles nur Luck, aber das ist mir egal. Ein Sieg ist ein Sieg. Jo. Das war eine kurze Folge, oder? Naja, immerhin ist es eine Folge, ne? Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.